Ja, herzlich willkommen zurück zu F1 2014, der AOR Rennliga. Wir sind immer noch auf dem PC in Split 1 und in Bahrain hier. Das erste Mal in der Nacht auf dieser Strecke. Wir haben sogar uns einen relativ passenden Helm dazu ausgesucht. Wir springen jetzt auf die Quali-Runde. Ich hatte nicht so viel Übung, aber da wir das TT-Event auf der Strecke gefahren sind, sollte es eigentlich sogar gehen. Aktuell P11 im Qualifying, nicht wirklich toll die Runde da oben. 32,7 müsste ich eigentlich jede Session dauerhaft fahren können. Erste Kurve, leicht den Scheitelpunkt verpasst. Jetzt hier auf die erste längere Gerade. Ungefähr bei 100 Metern bremsen wir hier, stellen auf Standard. Nehmen den Curb gut mit, können gut raus beschleunigen. Jetzt die schnelle rechts-links. Nicht wirklich toll genommen. Kurz bevor wir den sechsten schalten, gehen wir einmal kurz in zwei. Nehmen wir den Körper mit, hätte man etwas weniger mitnehmen können. Ich glaube, das wäre effektiver gewesen. Jetzt hier die schwierige Links, wo man gleichzeitig bremst und lenkt. Bleibt gerne mal das linkere vordere Rad stehen. Stellen wir wieder auf Fett, weil jetzt kommen eigentlich nur noch lange Geraden und nicht gerade Stellen, wo man viel Traktion braucht. Hier ungefähr bei 65 Metern bremsen, Scheitelpunkt gut mitnehmen. Aufs Gas, gelingt uns relativ gut. Auch hier Vollgas durch und hier kurz bevor die Kurve zumacht, reinfahren. Das gelingt uns auch gut. 4 Zehntel vorne. Es ist zwar immer noch keine tolle Runde, aber immerhin akzeptabel. Wir sind hier bei knapp vor 100 Metern. Gehen in den zweiten. Man vielleicht noch etwas mehr Schwung mitnehmen können, aber trotzdem eine saubere letzte Kurve und eine saubere Runde und eine 1:32,1, was gleichzeitig auch unsere schnellste Runde ist. Und ja, das ist es mit der Quali. Wir sind auf P9. Unser Teamkollege hat uns das erste Mal die Saison geschlagen, DH. Vorne wieder Jack und Fett, dahinter Marco, der ja die ersten beiden Rennen gewonnen hat. Hamish, sein Teamkollege, Double D, Granu, mein Teamkollege Race Fanatic, ich, Mini Black, Kansby, André und so weiter und so fort. Concentration jetzt. Ach, du bist hinter mir, das ist gut. Komm, ich bin nicht raus. Ja, und DH schreit schon. Ich bin hinter ihm, das ist gut. Ich glaube, ich auch, aber so will ich mich jetzt mal nicht äußern. So, los geht's. Wir sind ja mal wieder auf dem Pad. Und da haben wir natürlich wieder einen Bombenstart. Man sieht rechts Lenkradfahrer. Und hasta la vista, auch Kanu, Kanonenfutter für uns am Pad. Wir wollen jetzt nach innen ziehen und der DH geht dann auch nach innen. Ich frage mich so ein bisschen, wo das ist. Ich schub's ihn aber leicht an. Nur sollte relativ gut ausgehen. Auf einmal bleiben da die drei rechts stehen. Viele meinen, ja, dass ich mit meinem Stupser an DH dadurch Hamish angeschubst hätte und Hamish dann Jack und Jack dann Marco und so weiter und so fort. Mal schauen, ob ich dafür noch eine Strafe bekomme. Steht aktuell noch nicht fest. Ich versuche es einzublenden und auch nicht zu vergessen, wir sind aktuell auf P5. Lassen die Hamish vorfahren. Ich will da nicht zu Ende geben in der Kurve. Das ist dafür nicht geeignet. Probieren es jetzt hier aber in. Immer sehr spät auf der Bremse. Lassen ihm auch außenrum genug Platz. Und das ist Position 4. Keine Ahnung, vor uns das noch ist gerade nicht richtig. Ein bisschen klar bin ich schuld, dass ich DH da anstupse. Aber ich glaube nicht, dass ich so viel zu spät gebremst habe. Ich denke einfach, dass das ein bisschen das ist doch so eine Reaktion war und ein Rennunfall. Ich will da mich jetzt nicht unbedingt 100% rausreden oder als Ausrede benutzen, aber ich denke nicht, dass ich da für den ganzen Unfall Konsequenz oder die Verantwortung trage. Wir sind jetzt hier ca. 1,3 Sekunden hinter Granu, probieren aufzuholen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier dranbleiben. Unser Teamkollege müsste relativ weit hinten sein, P11, 12, irgend sowas. Aktuell treffen wir die Runden besser als in der Quali. Ist immer so eine kleine Krankheit bei mir, dass ich im Rennen extrem sauber fahre im Vergleich zum Quali, weil ich im Quali mich mal ja, du, denke, du aggressiv fahren. Scheiße, dadurch ist alles passiert. Ja, DH meint, dadurch ist alles passiert. Aus meiner Sicht sah es nicht so aus seiner eigentlich auch nicht. Aber im Grunde genommen irgendwie schon, aber ich bin nicht der Einzige, der da so ein bisschen zu spät auf der Bremse war. Double D war auch etwas zu spät auf der Bremse beispielsweise. So ist das nun mal. Ende Runde 2. Irgendeiner leckt hier so extrem. Wir sind jetzt in der DRS-Zone von Granu. Kriegen hier die Kurve besser als er und jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir es am Ende dieser Gerade vorbeizukommen, stellen auf Fett.
und sagen William an Grano geht nach innen. Boah, ich komme näher ran an Jack. Er verteidigt da auf der Innenseite. Und wir bremsen deutlich später als er. Keine Ahnung, warum er da so früh bremst. Und auf unserer Innenseite ist noch Hamish. So, wir probieren hier an Grano dran zu bleiben. Wählen die äußere Linie. Und jetzt hier später zu bremsen als er. Wir bremsen wieder deutlich später. Grano lässt uns noch so einigermaßen Platz. Wir bleiben jetzt hier einfach auf der Innenseite. Ziehen dann aber doch zurück. Ich will dann nicht noch ein unnötiges Risiko probieren. Aber hier an der Stelle können wir extrem spät bremsen. Grano nimmt wieder eine weite Linie. Und wir lassen außen genug Platz. Und ziehen vorbei auf Position 3. Wieder mal auf einer Podiumsposition. Ich bin 9. Auch nicht gerade, weil ich so toll fahre, sondern eher wegen dem Crash am Anfang. Und ja, weil ich jetzt zwei gute Überholmanöver geschafft habe. Unsere Pace sieht ganz gut aus. Aber ich denke mal auch, Hamish hat von hinten gedrückt, dass der auch eine Pace hat, die sich sehen lassen kann. Der ist jetzt auch an Grano vorbei, wie man links oben sehen kann. Und vorne, ja, vorne haben wir schon ordentlich noch 4,5 Sekunden. Nach drei, nicht mal drei Runden. Ist Double die schon weg. Immer mal, wie viel Boden gut die schon machen da vorne. Kann ich von Jack absetzen. So, und wir müssen jetzt natürlich probieren. Runde 3 ist das TRS offen, dass wir uns hier auf dieser Geraden gegen Hamish verteidigen können. Ziehen hier nach innen. Wir mischen jetzt unseren Wünscher an. Das sollte jeder vielleicht PS sogar reichen. Jetzt kommt Hamish in. Sonst noch mal ein bisschen später als wir, aber alles fair. Auch wenn er da etwas cuttet, aber ich finde, so ein bisschen drüber fahren kann man da in. Ist es nicht so das Allerschlimmste der Welt. Probieren hier wieder später zu bremsen als er. Wir sind ja immer extrem spät auf der Bremse. Und auch das packen wir ganz gut, auch wenn Hamish es jetzt ja halten kann. Aber wir sind zumindest vorne, das heißt, ich werde jetzt nicht ganz freiwillig aufgeben. Und das geht auch soweit ganz gut. Können uns hier nochmal vor ihm halten. Fahren wir weiterhin. Boah, wie geil, ich gerade einfach mit dem Blink geholt hab. So, und auch in die Kurve, glücklicherweise eine Linkskurve, das heißt, dass wir innen bleiben können und uns die Kurve gehört. Erster Hamish, aber der ist, das heißt, ja, er wird jetzt von halt hinten anfliegen. Hier sieht man seine Pfeile. Und er bremst nochmal deutlich später als ich. Ich stelle direkt hinter ihm ein. Also da sieht man, ich kann fair Zweikampf fahren. Das am Start ist jetzt nicht so eine typische Sache, die ich mache. Ich habe so einen Ausrutscher immer wieder, aber grundlegend denke ich schon, dass ich gut fahren kann. Und vor allem auch fair fahren kann im Zweikampf. Müssen wir natürlich gucken, vielleicht schaffen wir es in der DS-Zone wieder vorbei an Hamish. Ich bin noch gar nicht so weit weg von allen. Der hat auch eine ganz gute Pace jetzt wieder gehabt, aber Hamish hat eine extrem heftige Traktion und kommt hier wunderbar raus. 35,7 natürlich geschuldet durch die Battles, können die davon noch weiter abhauen. Und wir kommen nicht wirklich ran. Ich weiß nicht, ob Hamish Staffel irre Topspeed hat. Bleiben aber hier innen. Probieren zumindest uns halbwegs neben ihm zu setzen. Aber Hamish hat eine krasse Traktion. Und Ende Runde 9 gehen wir dann für unseren ersten Boxenstopp in die Boxengasse. Die beiden vorne, Double D und Fett, haben schon eine Runde eher gepittet. Hamish bleibt draußen. Hier gucke ich mal eben. Fett auf Hard, Double D auf Hard, Grano auf Hard. Alle, die in der Box waren, auf Hard. Bis auf die Herr, der war in Runde 7 auf Weich gegangen. Also mein Teamkollege. Und Jack ist auch schon reingegangen in Runde 7 auf harte Reifen. Wir werden ein bisschen durchgereicht, müssen jetzt gucken. Da links auf der Karte kommt die Gruppe näher, aber wir sind vorne. Und wir haben jetzt den Vorteil der frischeren Reifen. Und die harten Reifen sollten schon so 13, 14 Runden sollten die halten können. Das heißt, wir sollten keine Probleme mit den Reifen haben. Wir haben jetzt sogar einen kleinen Vorteil. Wir konnten uns in den Runden 4 bis 9 nämlich von ihm etwas absetzen, also von Grano. So, Ende Runde 11 schließen wir auf Ryan auf, der noch nicht an der Box war. Und da müssen wir gucken, dass wir möglichst schnell vorbeikommen, denn es kann mit dem Dirty Air-Effekt gerade in kurvigen Teilen uns immens viel Zeit kosten. Sehen wir mal, wie viel später wir bremsen können. Ich probiere eigentlich ein bisschen mehr Schwung mitzunehmen, aber die Linie etwas verpasst. Also sieht man mal, wie toll die Traktion auf dem Pad ist. Wir bleiben einfach dran, während wir raus beschleunigen, gehen jetzt auf Standard und setzen uns hier nach innen. Bremsen relativ spät, verpassen sogar etwas den Einlenkpunkt, aber Ryan, muss ich sagen, spielt da gut mit. Fair Play. Weiß auch, dass er da auf älteren Reifen ist.
weiß nicht, ist komplett 100% clean das Überholmanöver, aber gut. Wenn man schnell vorbei will, muss man etwas aggressiver fahren. Ende Runde 20 gehen wir dann rein für unseren zweiten Boxenstopp. Es ist nicht so viel passiert in den Runden. Gerade der zweite ist bei eher zum Pushen da. Und man sieht, Hamish ist noch immer draußen. Er ist in Runde 13 auf hart gegangen. Und Marco probiert auch eine 1-Stop. Heißt, die beiden müssen wir dringend kriegen. Beziehungsweise Hamish ist gerade in Führung. Marco nur Vierter. Vierter ist halt schon mal nicht gut, weil die anderen auch schon alle in der Box waren. Das heißt, den können wir vielleicht bekommen. Und ja, geht unser Teamkollege an uns vorbei, der nämlich ja den Zwischensport auf weichen Reifen hat und dann am Ende, wo wir auf alten Harten waren, auf frischen Harten war und da ordentlich Zeit gut gemacht hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Verspricht schon mal eine gute Teamleistung zu werden. Ende oder Mitte dieser Runde sind wir dann aber auch schon an ihm dran. Da sieht man mal, wie viel geiler diese weichen Reifen sind. Da haben sie sogar noch später als eben gegen Ryan in diese Kurve rein. Da haben wir uns verbremst, aber diese weichen Reifen kleben am Asphalt förmlich. Stellen hier auf Mager, weil wir hier nicht wirklich angreifen wollen. Machen es aber doch. Lassen ihm da genug Platz. Er lässt uns gerade so genug Platz. Er sagt schon, wir sollen kein Manöver bauen. Oder ich soll ihn am besten nicht abschießen. Hier bin ich schon neben ihm. Bremst relativ spät. Geht auch klar vom Platz. Schönes Duell hier. Probier jetzt hier vielleicht sogar innen schon reinzuziehen. DRS sollten wir haben. Die DRS-Linie ist hier, wo der grüne Punkt auf der Minimap ist. Hier ist die Linie gewesen. Wir gehen nach innen, cutten hier etwas. Das heißt, wir müssen ihn vorbeilassen. Tun wir auch. Ist praktisch also, als ob wir hinter ihm gefahren sind. Die Kurve haben uns keinen Vorteil durchs Cutten verschafft. Das ist das Wesentliche. Deswegen traue ich mir auch zu, ihn hier zu überholen, ohne dass es heißt, wegen des Cuts überholen wir ihn hier. Das stimmt nämlich nicht. Er bremst relativ spät. Ich lasse ihm da innen genug Platz. Und gehe hier innen über den Curb etwas. Einfach, weil er auch da war. Aber unter Teamkollegen ist das sowieso in Ordnung. Weil er hätte direkt mir sagen können, ja, hast etwas gecuttet. Oder was weiß ich. Aber ich war sowieso auf frischeren Reifen und hätte gerade in diesem Teil wieder extrem viel Zeit hinter ihm verloren. Ich glaube, er wäre auch ziemlich, ich weiß nicht, ob er angepisst gewesen wäre, hätte ich ihn so lange aufgehalten, wenn er mich jetzt aufgehalten hätte. Also praktisch, wenn das direkt andersrum gewesen wäre. Und jetzt geht es natürlich darum, Marco einzuholen. Ich zeige euch hier den Abstand immer auf Start-Ziel. Es sind auch 3,2 Sekunden. Wir gewinnen pro Runde ungefähr 2 Sekunden. So, springen wir dann jetzt in die letzte Runde. Und man sieht, wir sind schon deutlich näher an Marco rangekommen. Der fährt hier extrem weit in der Kurve. Wir kriegen Überschwung im Moment. Ja, unsere Reifen bauen jetzt auch ab. Die Weichen halten ja nur so 9 bis 10 Runden. Zumindest bei mir. Bei anderen, wie bei Marco zum Beispiel, deutlich länger. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir noch irgendwo im Lauf der Runde überholen können. Wir haben jetzt noch 2 DRS-Zonen. Die eine davon nicht mal ein Viertel lang. Und ja, die erste DRS-Zone ist nach dieser Kurve. Wir haben auf jeden Fall DRS, aber bremsen die etwas zu spät. Es wird auf jeden Fall schwer, ihn hier schon zu überholen. Dafür haben wir einen zu schlechten Ausgang. Er kommt hier relativ gut raus auf seinen, ich weiß nicht, 17 Runden alten Haken. Und wir probieren hier nochmal auf Fett ranzukommen. Sind jetzt, ich würde sagen, 3/4 an ihm dran. Aber auch hier kriegen wir nochmal einen leichten Übersteuermoment. Das war jetzt nicht zu schlimm. Jetzt haben wir noch 2 Geraden. Auf der hier haben wir aber keine DRS-Hilfe gleich. Müssen hier einen guten Ausgang finden. Verpassen den Scheitelpunkt. Dirty Air war wieder da. Haben wieder übersteuern. Jetzt haben wir noch eine Kurve. Wir sind nicht nah genug dran, ihn hier zu überholen. Das heißt, wir müssen jetzt einen super Kurvenausgang haben, um ihn gleich zu bekommen. Bremsen wir extrem spät. Die Kurve treffen wir gut. Aber da brechen wieder die Reifen aus. Das ist so nicht zu fassen. Ja, dann kommen wir in P5 ins Ziel. Leider, leider, leider. Hamish gewinnt vor Fett, Double D, Marco, dahinter ganz knapp ich, Jack auf der 6, Race Fanatic auf der 7, mein Teamkollege auf der 8, die ersten Punkte für ihn, Mini Black auf der 9, Granu, mit dem wir am Anfang noch so schön gefightet haben, auf der 10, dann Ryan und Andre. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.